Hallo Dodos, willkommen zurück zu Portal 2. Wir sind jetzt im zweiten Teil und zwar heißt dieser jetzt der Kaltstart, wenn ich mich richtig erinnere. In der letzten Folge haben wir den Höflichkeitsbesuch vollkommen durchgemacht. Ich werde versuchen, das jetzt auch weiterhin so beizubehalten, dass jeder Teil so eine Folge wird, beziehungsweise eine Folge ein Teil. Je nachdem, wie schnell ich durchkomme, wenn es ein bisschen länger noch dauert, dann denke ich mal, werde ich das irgendwie splitten. Sonst werde ich das einfach beibehalten. Das wären dann so erstmal 8 Folgen, wenn das weiterhin so gut läuft. Okay, fangen wir mal direkt weiter an. Beziehungsweise Verzeih machen wir weiter. Das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Yay. Laser. Toll. Das muss da, dann so. Ah, ich bin doch doof. Nee, mach weg da. So. Und nochmal. Haha. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Yay. Naja. Ich meine, so schwer war das jetzt auch nicht, ne? Ich denke mal, die schwierigen kommen erst so mit Teil 4, 5. Wenn ich mich nicht mehr... Ich kann mich nicht mehr an alle Tests erinnern. Also wie gesagt, ich habe es ja schon mehrmals durchgespielt. Aber ich denke mal, ich bin so dösig, dass ich den größten Teil eigentlich wieder vergessen habe. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Was für Dinger? Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Ich sollte auch springen. So, da ist einer. Hi. Hallo. Geh doch nicht weg. Ich dachte, du wärst tot. Du wurdest doch zermürbt irgendwie. So. So. Da. Ich hoffe, das bleibt jetzt so, wenn ich draufstelle mich. Natürlich nicht. Dann machen wir erstmal hier einen hin. Und... Nee, dann bleibe ich lieber da oben drauf. So. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ich bin kein schrecklicher Mensch. Ich bin ein sehr guter Mensch. Ich bin sehr... mir entfällt das Wort wieder mal. Ich bin auf jeden Fall nicht schrecklich. Ich bin sehr nett. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Hat sie gar nicht. Es ist gar nicht wahr. Ja. Warum mache ich mir das eigentlich so schwer? Ich hoffe, ich falle da jetzt auch drauf. Ja. Okay, dann einer hier und... Da gehen wir mal aus dem Wege lieber. Einer hier. Und den... Das war irgendwie falsch, glaube ich. Machen wir das lieber so. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt hier doch ein wenig länger dauert. Da. Gut. Ob ich da jetzt hinkomme? Ja, gut, hat noch gepasst. Gut, einer hier. Und der kommt dann dahin. Bisschen blöde ist das jetzt gerade.
Dann machen wir es wieder anders. Dann einer hier und einer da. Hätte so einfach sein können. Und da. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Ich bin nicht dick. Eigentlich habe ich Untergewicht, aber egal. Aber dick bin ich nicht. Ich bin nicht dick. Oi. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Ha, siehste? Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Ja, wenn du das schon so sagst, dann denke ich, werden wir hier ein wenig länger bleiben. Hallo? Doch, ich erinnere mich. So, jetzt warte ich, bis das Ding da drüben angekommen ist. Dann musste ich nämlich hier rüber. Und jetzt klappt das nicht mehr, dass ich den da so rüber... Doch, klappt wohl doch. Da muss ich nur da... Haha! Und hüpf. Nein! Boah, Gott sei Dank. Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Wo war das denn jetzt... Wo war das denn jetzt langsam? Und irgendwo habe ich dann wahrscheinlich jetzt einen Kubus vergessen. Kommst du nochmal wieder? Dankeschön, das ist aber lieb. Wo war denn hier ein Kubus? Lag der da drüben? Habe ich den echt so übersehen? Ach, ich muss einen Knopf drücken. Wo kommt der denn runter? Hier direkt. Gut. Dankeschön. Da kommt's, alles klar. Wir werden beobachtet, das gefällt mir gar nicht. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Bitte was? Bitte was? Schwabbel? Boah. Schwabbel weiter? Nee. Aber das ist so typisch Gladys. Nicht darüber aufregen, das ist Gladys. Ich habe das Gefühl, Wheatley müsste jetzt eigentlich wieder auftauchen, oder? Okay, taucht er nicht auf. Kann ich dich mitnehmen? Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ja, super. Ich mag fliegen. Wozu muss ich den Knopf drücken? Was bringt der? Der verfällt nur ein so ein Ding runter. Och nö. Oder? Ja, super. Komm her. Yay, beim ersten Mal geschafft. Haha. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Muss mich eben richtig hinsetzen. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Das ist eine sehr gute Recyclingmethode. Gebrauchte Luft einfach wieder auffrischen, das CO2 rausnehmen, das ist eigentlich eine sehr gute Recyclingmethode. Was gibt es im nächsten Test?
Oh, Katapultplattformen. Ja, so wie vorhin auch. Sehr Na schön. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Juhu! Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Das tut mir aber leid für dich. Also erst da, dann da, dann da, dann fliegen wir da so rüber. Ob das jetzt was nützt, ist die andere Frage. Oh, fuck, 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 fuck. Nein! Ach, verdammt. Muss ich jetzt wieder sterben gehen? Ich habe keine Möglichkeit wieder zurück, ne? Nee, ja gut. Hui! Versuchen wir das Ganze nochmal. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Ja, das haben wir schon rausgefunden. Dann viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Not my problem. Den einen kriege ich schon mal. Gut. Haha. Hui! Und nochmal! Und klatsch! So, jetzt dürfen wir Sachen einsammeln, soweit ich mich richtig erinnere. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Ich will den Tower! Möglichst den Müll, der auf dich zurast. Ich will den Tower. Nein, das ist ein Stuhl. Zack. Hab ich den jetzt völlig? Da war doch gerade ein Tower dabei. Können wir das Radio nehmen dafür? Du musst nicht mit dem Müll testen. Es ist nur Müll. Drück den Knopf nochmal. Nein, jetzt will ich nicht. Ich will den Müll benutzen. Schade, ich hatte gedacht, gehofft, das Radio würde ausreichen, aber es war klar. Oh fuck, habe ich völlig vergessen hier. Komm her. Komm, zack. Oh. Ich vergesse es immer wieder. So, und dann fallen lassen und bleib bitte drauf. Dankeschön. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Du bist überhaupt nicht sauer auf uns, also beziehungsweise auf mich, beziehungsweise auf Shell. Also, das hört man so überhaupt nicht. Verkraftest du das ziemlich gut. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschrecken? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Ja, zu blöd, dass ich die Untertitel eingeschaltet habe, dass man das lesen konnte vorher. Okay, dann wird das Ding da oben gepackt. Companion Cube! Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Noch ein Companion Cube! Aber den werden wir wahrscheinlich auch wieder verlieren. Oh ja. Nein, schon wieder vermasselt. Was soll's, wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Ich mag den Companion Cube. Ich hätte ihn aber jetzt gerne mitgenommen. Den muss ich wahrscheinlich auch wieder mitnehmen. Da. Ah,
Macht der Companion-Musik die Musik da? Hm. Okay, dann müssen wir einmal, ich glaube, erst darüber. Nee, da will ich nicht fallen, da will ich lieber hier fallen. Juhu! Und Bums. So, so ganz drauf bleiben. Dann wieder einer hier. Und zack, sind wir oben. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Doch, ich will den haben. Ich will den behalten. Der ist nett. Wo muss ich lang? Da muss ich lang. Och, Mann, ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam. Und wir haben so viele davon. Ich wollte den behalten. Du bist gemein, Gladys. Voll gemein. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Ah, ja. Daran erinnere ich mich auch. Ich glaube, wir müssen erst da... Huch. Warum wird es so dunkel hier? Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Das müsste ich eigentlich langsam wieder hinkriegen, also dass wir das langsam hören können. Falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene... Nee. 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 Danke. Der Kubus kommt auf der anderen Seite wieder raus, ne? Ja. Sodass man eigentlich nur rübergehen muss. Genau so. Sehr gut. Ich überlege, ob ich das hinkriege, dass wir das verlangsamen können. Aber müsste eigentlich funktionieren, wenn ich das richtig mache. Gut, das war dann schon diese Folge. Teil 3, die Rückkehr, ist die nächste. Und ich sage mal dann, bis zur nächsten Folge. Abonniert, um nichts zu verpassen. Folgt mir auf Twitter und auf Facebook, um wichtige Informationen nichts zu verpassen. Und bis dahin habe ich noch eine Frage an euch. Soll ich wieder im Hintergrund Musik laufen lassen? Wir haben jetzt hier zwar Hintergrundgeräusche, aber nicht wirklich Musik dabei. Soll ich das wieder einschalten, dass ich dann Musik dann dazu packe? Oder sollen wir das einfach so lassen, wie es ist? Schreibt es mir in die Kommentare, damit ich das weiß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.